Großes Promi-Aufgebot bei der 30. Verleihung des Publikumspreises Goldene Henne. Über 4000 geladene Gäste verfolgten am Freitagabend die glamouröse Trophäenvergabe in der Leipziger Messe, Sachsen. Darunter viele bekannte Gesichter, Schlagerstar Roland Kaiser wurde vom Moderatoren-Dreamteam Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger mit einem besonderen Ständchen geehrt. Zum ersten Mal führen beide gemeinsam durch eine Show und spielen einander die Bälle zu. Florian Silbereisen über seine Kollegin, sie hat viele Hennen im Garten und ist ein sympathisches, verrücktes Huhn, Schöneberger, die beim Opening ein Glitzerkleid mit angenähter Federboa trägt, nimmt sich daraufhin selbst aufs Korn, ich habe so viel Henne aus mir rausgeholt, wie geht. Ich lege keine Eier. Das ist das Einzige. Für die Gala kündigt sie an, hier sitzen heute Leute, die werden mit einer goldenen Henne nach Hause gehen und wissen noch gar nichts davon, dann folgt ein kleiner Seitenhieb. Babsi, Stefan Ross, den können wir schon mal sagen, du kannst locker lassen. Da wird heute Abend nichts passieren. Bei ihrem großen Moment läuft nicht alles glatt. Bauer sucht Frau Moderatorin Inka Bauser erhält den Preis in der Kategorie Entertainment. Beim Abgang von der Bühne geht sie in die falsche Richtung, muss noch einmal zurückflitzen. Barbara Schöneberger scherzt, Hauptsache, möglichst lange im Bild. Aber wer könnte das verstehen, wenn nicht ich? Musiklegende Roland Kaiser gehört zu den großen Show-Acts der Gala. Begleitet vom MDR-Symphonieorchester sorgt er mit seinem Song Zuversicht für Gänsehaut. Mit dem, was dann kommt, hat der Schlagerstar allerdings nicht gerechnet. Erst auf der Bühne erfährt er von Schöneberger, du bekommst heute Abend die goldene Henne für den Ehrenpreis Musik, und es wird noch besser. Den Mega-Hit Warum hast du nicht Nein gesagt, von Kaiser und Maite Kelly haben Babsi und Flori umgetextet, singen gemeinsam dem Kaiser fehlt nie Henne noch. Die Coverversion huldigt den großen Erfolgen des Singers. Viele seiner bekanntesten Nummern kommen darin vor. Der Preisträger gerührt und begeistert, was für ein Duett. Im Saal gibt es Standing Ovations.